Hallo, grüß Gott, ich freue mich auf euch alle. Jetzt schauen wir mal, dass das alles hinhaut. Hallo und grüß Gott, ich freue mich, dass wir uns heute wieder treffen. Normalerweise würden wir ja alle ein bisschen was anders tun, aber es geht halt momentan nicht. Und ich möchte jetzt einfach bei der Begrüßung gleich einmal herzlichen Dank sagen, dass das so Bombe ankommt, diese Sachen, wo wir machen, da, dass wir diese Filme drehen, dass wir ein bisschen was sagen, dass wir versuchen, den Leuten zu helfen. Also was wir da die letzte Zeit für Mails gekriegt haben, für WhatsApp-Nachrichten, für Facebook-Nachrichten, es ist wirklich sehr motivierend und freut mich riesig, dass das so geht. Und es hängt auch wirklich viel, viel Arbeit dran, muss ich euch sagen, gerade jetzt mit den Filmen schneiden und so. Da möchte ich mich jetzt an der Stelle, ich hoffe, er schaut zu, beim Rainer auch bedanken, der mir die Filme da zusammenschneidet, wenn ich was mit Filmen mache. Vielen, vielen Dank. Und besonders gefreut hat mich natürlich auch, dass bei den oberen Herren im Jagdhundewesen wirklich tolle Akzeptanz findet, dass die sich auch viele bei mir gemeldet haben und gesagt haben, wirklich toll, Jürgen, dass du da was machst und was preisgibst und einfach so versuchst, die Zeit zu überbrücken, bis wir mit unseren jungen Führern und jungen Hundeleuten wieder selber was machen können. Das ist sicherlich keine einfache Zeit. Man merkt es auch. Eigentlich weiß man ja gar nicht, was man mehr glauben soll. Das ist eine Woche so und eine Woche so. Und man ja, rennt eigentlich ein bisschen orientierungslos rum. Wir alle haben ein Riesenglück mit unseren Hunden. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute schönes Wetter. Das wusste ich natürlich nicht. Aber ich lasse euch einfach mal teilhaben an der Zeit, wenn man einen Wurf kriegt. Vielleicht schon ein bisschen mit der Vorbereitung, wenn man eine Hündin hat und wenn man vorhat zu züchten, auf was das da ankommt. Und ich möchte da einfach wirklich euch teilhaben lassen an einer hammer schönen Zeit mit wunderschönen Filmbeiträgen. Und ich möchte bei der Gelegenheit einfach wirklich sagen, es ist das fünfte Mal jetzt, dass mich das freut, dass es so einen Zuspruch hat. Aber es freut mich natürlich auch, da wirklich was preiszugeben oder mitzugeben und vielen, vielen Leuten eine Freude zu machen oder zu helfen. Und ich kann jedem jetzt schon gleich sagen, weil natürlich wie überall im Leben gibt es immer auch ein paar Einzelne, die überall was zu meckern haben. Ich habe meine Welpen alle verkauft. Ich muss weder eine Verkaufsveranstaltung machen, noch will ich irgendwie einen Kurs oder irgendwas machen. Es geht mir wirklich nur darum, was mitzugeben, irgendwo einen Mehrwert zu generieren für die Leute. Und da freut es mich, dass auch über alle Hunderassen hinweg Zuspruch kommt. Ich kann gar nicht sagen, von wie vielen anderen Jagdhundrassen ich überall Nachrichten bekommen habe und danke, und die können es gar nicht glauben, dass das wer macht. Und das motiviert mich auch, dass ich jetzt mit den Welpen, ich bin jetzt schon am Überlegen, ob ich irgendwas mit HZP oder Brauchbarkeit mache, wo ich zumindest mal in Theorie das weitergib, dass jeder was davon hat. Und wenn das noch länger dauert hier mit diesen Ausgangsbeschränkungen und so, dann hoffe ich, dass da ein Mehrwert dabei ist und dass viele was davon haben. Ich hoffe, dass der Ton passt, also ich habe noch nichts gehört, dass er nicht passt. Wäre ganz nett, wenn ein paar sagen würden, Ton passt oder Ton passt nicht oder sprich lauter oder leiser. An dem Anblick, den ihr jetzt gerade habt, kann ich nicht viel ändern. Vormittag schaue ich immer so aus. Aber dieses Mal gibt es viele Filme und also ihr habt immer wieder Ablenkung drunter. Ihr müsst nicht die ganze Zeit mich anschauen. Also man merkt jetzt auch, dass wenn man jetzt Facebook oder solche Medien aufschlägt, der Ton wird ein bisschen härter. So die Anfeindungen untereinander werden ein bisschen rauer, die Töne. Auch unter uns Jagdhundeleuten. Da muss ich allerdings sagen, bitte denkt daran, wir Hundeleute müssen jetzt über alle Rassen hinweg zusammenhalten und müssen auch dieses Zwingerdenken wegkriegen. Das ist vollkommen wurscht, von welchem Zwinger ihr einen Hund habt. Es kann jeder zuschauen und wir müssen da zusammenhalten. Und ich freue mich über jeden, der ein bisschen was tut, um unseren jungen Führern was mitzugeben.
bitte tut euch nicht von denjenigen irgendwo ins Boxhorn jagen lassen, die eigentlich nur mit dem Finger immer auf andere zeigen, selber nichts, keinen Mehrwert in irgendeiner Form versuchen rauszubringen, aber bloß über andere herziehen. Lasst euch von denen nicht abschrecken. Es gibt viel, viel, viel mehr Menschen, die froh sind, wenn wir irgendwas preisgeben und die irgendwo einen Mehrwert kriegen. Ich kriege so viel Rückmeldungen von Erstlingsführern, von Führern, die letztes Jahr einen Hund abgeführt haben, die sagen, meine Güte, ein Glück, dass das so ist und dass da ein bisschen was zum Informieren gibt. Es ist halt so, dass man, ich schaue immer ein bisschen auf meinen Zettel, was ich mir aufgeschrieben habe, es ist natürlich immer einfacher, mit dem Finger auf andere zu zeigen, da schlaue Sprüche loszulassen und selber den Arsch nicht bewegen und nichts zu tun. Aber bitte, ich habe auch viele, viele kleine Filme bekommen von Leuten, die gesagt haben, Mensch Jürgen, können wir sowas einmal unseren Führern zeigen oder so. Natürlich macht es das. Jetzt sind die da und wissen nicht, was sie tun sollen. Und auch wenn heute einer einen Wurf macht oder den ersten Wurf macht, das ist jetzt auch einer der Gründe. Einmal, dass wir eine gute Unterhaltung haben, jetzt dann die nächste halbe, dreiviertel Stunde. Aber vor allem auch, dass man denen, die einmal vorhaben zu züchten, ein bisschen was an die Hand gibt und sagt, schaut her, so macht der macht das. Und nicht schon wieder die Angst, die so der eine oder andere hat, um Gottes Willen, das könnte Konkurrenz sein und dann verkaufe ich meine Welpen nicht mehr. Wir müssen weg von diesem Konkurrenzdenken und müssen uns da als Hundeleute einfach wirklich positionieren und müssen sagen, Leute, wir ziehen alle an einem Strang und da beginnen tut das alles bei der Zucht, dann bei der Ausbildung und natürlich gibt es nicht nur einen Weg, der richtig ist. Und bei allem, was ich euch zeige, ob das jetzt hier ist oder woanders, so mache ich, ob das richtig ist oder nicht. Für mich ist das richtig, aber das heißt nicht, dass wenn es einer anders macht, dass das grundsätzlich falsch ist oder dass der Ding hat. Aber das Schlimmste, was wir machen können, ist, wenn wir nichts preisgeben und niemanden teilhaben lassen an dem, was wir tun. Also da bitte ich einfach, versucht es ein bisschen zu überlegen, bevor er auf einen anderen mit dem Finger deutet. Helft es ihnen, man weiß nicht, wann man selber mal Hilfe braucht. Es ist sogar mir schon mal so gegangen, dass ich froh war, dass mir der eine oder andere geholfen hat. Ich habe mal einen Wurf gehabt mit 10 Rüden und einer Hündin und zu einem Zeitpunkt, wo also die Rüden nicht groß nachgefragt waren und es hat mich unvorstellbar gefreut, wie dann 3-4 Züchterkollegen gesagt haben, wir hätten wen, der einen Rüden will und mir da behilflich waren. Ich mache das auch grundsätzlich immer so und hilf mit bei dem Ganzen. Also wenn Welpenverkauf ist oder wenn sonst einer eine Frage hat. Ich kann natürlich ganz ehrlich bei der Flut von Fragen, die jetzt kommen sind, wirklich nicht jede beantworten und jede persönlich beantworten. Es geht einfach nicht. Aber jetzt gebe ich euch einen kurzen Abriss, was wir heute vorhaben, was wir machen. Ich habe eigentlich mir gedacht, ich beginne damit, wenn ich jetzt eine Hündin habe, die zuchttauglich ist, was ich mir da überlege und wie ich das tue, habe von der Geburt bis zur Abgabe überall Filmchen gemacht. Wir haben insgesamt ungefähr 20 Minuten Filmmaterial vorbereitet. Ich erzähle euch dazwischen immer was und zu den Filmen. Und um hier mal mit wirklich gutem Beispiel voranzugehen, habe ich nicht nur Filme von Deutschstrata. Ich habe noch zwei andere Rassen dabei, wo viele sagen, oh, wie passt denn das zusammen? Es ist ganz egal, das sind alles Jagdhundrassen. Und jeder hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Weil über das müssen wir uns vielleicht allen klar sein, wenn man immer anfängt zum Urteilen und zu sagen, das ist schlecht, ich mache das anders, also muss das andere falsch sein. Es hat auch nicht jeder Mensch den gleichen Anspruch an seinen Hund. Und daher wird auch jeder vielleicht ein bisschen eine andere Wahrheit haben, aber ich erzähle euch heute mal was von meiner. Und ich hoffe, ihr amüsiert euch alle gut, ihr habt viel Spaß und beginnen wollen wir jetzt halt einfach mit der Planung eines Wurfes. Die Wurfauswahl, also man hat jetzt eine Hündin, die zuchttauglich ist. Zuchttauglich heißt bei uns, bei Deutschstrata, dass sie zumindest Jugendsuche HZP hat und Zuchtschau. Und in der Zuchtschau entsprechend beurteilt worden ist und damit also auch keine zuchtausschließenden Mängel hat.
Das ist einer der wichtigsten Punkte bei uns, sage ich, seriösen Züchtern, die mit anderen Tafeln das machen, dass wir einfach darauf schauen, dass wir diese ganzen Zuchtbedingungen, die vorgegeben haben, nicht bloß schauen, sondern wir müssen die einhalten. Und dann kennen wir ja unsere Hündin am allerbesten und sagen, gut, nach was suche ich bei einem Deckrüden? Also das Erste, wo ich immer sage, ist das, entweder kennt ihr den selber, am besten ihr kennt ihn von der Jagd. Also ich schaue da sehr drauf, dass ich den Hund von der Jagd kenne und nicht nur von den Erzählungen. Und gucken mir da an und gucke natürlich ganz besonders bei dem Rüden da drauf, wo ich der Meinung bin, dass bei meiner Hündin Mängel sind. Und zwar kann ich das gleich sagen, einen mängelfreien Hund wird keiner von uns haben. Und der Hund kann die tollsten Prüfungen haben. Das sagt nur gar nichts darüber aus, wie er dann tatsächlich im Jagdbetrieb ist. Und ich sage immer so, nach den Prüfungen beginnt eigentlich die Zeit, wo ich den Hund dann erstmals jagen lerne. Deswegen bitte ich ja immer bei einer Hündin, wenn er mit ihr züchtet, also bitte nicht die letzte Prüfung, noch nie auf der Jagd gewesen und dann gleich züchten. Geht es mit ihr erst einmal jagen, um zu erkennen, wo liegen ihre Stärken, wo liegen ihre Schwächen. Und bei dem Rüden, den ich mir aussuche, schaue ich natürlich ganz besonders drauf, dass diese Schwächen meiner Hündin der Rüde nicht hat. Sondern möglichst sollte er da besonders gut sein. Es beginnt einmal bei der Optik und hört natürlich vor allem bei der jagdlichen Praxis auf, dass man da irgendwo versucht, eine Ergänzung zu finden. Dann bei so einer Wurfplanung schaue ich mir natürlich trotzdem auch die Prüfungen an und schaue, wenn meine Hündin irgendwo vielleicht schlecht war oder nicht ganz so gut war, dass da der Rüde besser war. Dann bei uns Vorstehhunde-Leuten schaue ich natürlich wirklich auch immer auf die Vorsteheigenschaften und da schaue ich weniger auf die Prüfung, sondern wie macht das in der Praxis, steht er wirklich vor, weil da müssen wir einfach aufschauen, dass wir bei unseren Vorstehhunden auch natürlich durch den Einsatz, dass er jetzt oft auf anderen Jagden und nicht mehr im Feld benutzt wird, das verlieren. Also auf die Dinge schaue ich. Und wenn ich jetzt den Rüden persönlich nicht beim Jagen sehe, dann gucke ich halt, ob ich irgendwo Leute treffe, die den Rüden von der Jagd her kennen und sagen, wie er so ist. Dann zur Hündin, die Vorbereitung. Also wenn ich jetzt eine Hündin habe, dann tue ich die natürlich vorab einmal entwurmen. Schaue auch, dass die Impfung, also ihre Impfung, möglichst kurzfristig vor der Läufigkeit ist, die ich habe. Also ihre Auffrischungsimpfung. Und schaue einfach, dass sie gesund ist, dass sie kein Übergewicht hat, dass alles passt und tue sie dann nach dem Decken. Ich decke meistens zweimal, obwohl das nicht wichtig ist. Viele Menschen decken bloß einmal. Ich habe jetzt beim letzten Wurf auch nur einmal gedeckt und habe auch 10 Welpen. Also so wichtig ist es vielleicht nicht. Wenn man den richtigen Zeitpunkt hat, ist egal, ob einmal oder zweimal. Ich persönlich gebe ihr dann immer vor dem Decken Globuli. Manche sagen, das ist ein Blödsinn. Ich tue es gern. Habe auch gute Erfahrungen. Also ich gebe da Pulsatilla C30, also Potenz C30. Das hilft der Hündin einfach ein bisschen so das Ganze, die weiblichen Geschlechtsorgane, dass da einfach alles richtig im Lot ist. Und dann fahre ich also zum Rüden, schaue beim Rüden, dass der Rüde ordentlich deckt. Also was ich nicht mag, ist das, wenn heute Rüde, wenn meine Hündin nochmal hinknurrt oder so, dass der Rüde sich nicht mehr hintraut. Also ich will schon einen Rüden, der dann sagt, komm her, es passt Zeit und jetzt decke der. Aber das ist auch was, wo jeder wissen muss, wie es ist. Es wird auch Rasse unterschiedlich sein. Ich tue dann nach dem Deckakt eine Woche danach die Hündin ja herbesimpfen. Das mache ich seit einigen Jahren immer. Und ich höre trotzdem immer wieder von Züchtern, die ihre Hunde nicht impfen und dann, dass der ganze Wurf eingegangen ist oder dass nach 2-3 Tagen der Wurf eingegangen ist. Also wir haben die Möglichkeit zu impfen. Ich tue es. Es gibt natürlich auch Leute, die vollkommen gegen Impfen sind. Ich finde es gut. Ich decke also immer eine Woche nach dem Decken und dann 2 Wochen, bevor der errechnete Deckakt ist. Also dann decke ich und dann beginnt die
Trächtigkeit. Vielleicht ganz kurz noch für die Welpenkäufer. Ich würde wirklich mich immer erkundigen, wenn ich zum Züchter gehe, und würde nachfragen, wo und wie oft die Hündin auf die Jagd geht, und wird wirklich viel Jagd mit dem Hund. Weil es passiert leider oft, dass wenn die Hündin besonders gute Prüfungen hat oder der Rüde, dass da verhältnismäßig wenig oder vorsichtig gejagt wird oder gelegentlich, sagen wir mal, so gelegentlich ist es. Also da lege ich schon Wert darauf, dass wir immer unsere oberste Prämisse auf Jagd legen, weil wir haben Jagdhunde, und es soll eigentlich nichts sein, dass man das aus rein finanziellen Gedanken macht oder dass dem Hund nichts passieren kann. Die Hunde kommen auf die Welt und wollen auf die Jagd gehen und nicht daheim hocken und entweder Welpen kriegen oder Welpen produzieren. So, jetzt kommen wir zur Trächtigkeit. Unsere Hündinnen, die tragen ungefähr 63 Tage. Also ich sage mal so, zwischen 67. und 66. Tag ist alles normal. Je mehr Welpen eine Hündin hat, desto früher, meine ich immer, geht's los, weil die halt keinen Platz mehr haben und die drückt irgendwann da hinten drauf, dass es losgehen muss. Ich habe euch jetzt einmal eine Hündin her, wie die Hündin kurz vorm Werfen ausschaut. Das ist eine Deutsch-Strahler Hündin. So schaut es aus. Das ist kurz vorm Werfen, also so einen Tag davor, glaube ich, war das. Das war jetzt von meinem letzten Wurf. Also man sieht schon, die sind recht dick und das Gesäuge ist auch schon ausgebildet. Und wir gehen dann gleich weiter. Ich moderiere das jetzt weiter, ohne dass ihr mich seht. Wir gehen jetzt mal zur Geburt. Also die Geburt, die da kann bis zu 24 Stunden dauern. Also ich habe schon welche gehabt, die haben nach 3-4 Stunden war alles erledigt. Und bei anderen, hier sehen wir eine Hündin, die hat den vierten Welpengrad gekriegt. Die ist mitten in den Wehen noch drin. Das ist die Wurfkiste. An der Wurfkiste sind außenrum so Abstandshalter, das sind diese Bretter. Die Bretter dienen dafür, dass wenn die Hündin sich dreht und wälzt und macht, dass da der Welpe drunter rutschen kann und nicht erdrückt wird, wenn sie die nächsten Wehen hat. Aber es ist phänomenal, wie Hündinnen darauf aufschauen, dass da nichts passiert. Also mich wundert es, und was die Welpen vor allem aushalten, wie die oft umeinander geschleudert werden und gemacht werden. Und je öfter eine Hündin das gemacht hat, desto erfahrener wird sie. Um jetzt gleich jeglichen Kritikern vorzubeugen: ich habe während der Geburt immer keine Einlage drin, aber natürlich habe ich bei jedem Ding, ob das jetzt hier in der Wurfkiste ist oder ob das im Haus in der Wurfkiste ist, ich habe immer Heizung und Wärme von unten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Früher hat man immer bloß eine Wärmelampe reingehängt. Da kommt die Wärme von oben und der Boden ist kalt. Also ich habe überall hier Fußbodenheizung, habe die auch sehr hoch aufgedreht in der Zeit, weil ich einfach glaube, dass das den Welpen unvorstellbar gut tut, wenn die Wärme von unten kommt. Ich habe auch seitdem nie mehr irgendwelche Probleme. Und hier, dass da keine Einlage drin ist, das hat rein hygienische Gründe. Es wird halt dort immer sofort sauber gemacht. Es kann ausgewischt werden, die Hündin kann sauber alles sauber lecken und es ist nie ein Dreck. Aber es gibt auch da viele Wahrheiten. Ich mache es halt so: sollte ich einmal zeitgleich einen zweiten Wurf haben, versuche ich immer, dass die Welpen da drin auf die Welt kommen. Aber wir sehen jetzt gleich, es geht natürlich auch mit der Wurfkiste in der Wohnung. Ihr seht jetzt hier eine Hündin, hier, stopp. Eine Hündin, da ist sogar noch die Nachgeburt dabei. Der Welpe, der ist wirklich gerade eine Minute auf der Welt. Das ist der allererste geborene Welpe von dieser Hündin. Die weiß auch am Anfang nicht ganz, wie es damit umgehen soll. Hat aber dann 9 gesunde Welpen auf die Welt gebracht. Die werden wir auch heute nochmal sehen. Und ihr seht hier wieder die gleiche Kiste. Wieder mit den Abstandshaltern, bloß diesmal steht sie in der Wohnung. Was auch viele, viele machen, dass die ersten 3-4 Wochen in der Wohnung haben, wenn sie nicht so einen beheizten Raum mit einer beheizten Wurfkiste und einem beheizten Zwinger haben, machen das auch viele. Ich habe das übrigens mit meinen ersten Würfen genau auch so gemacht
mit so einer Kiste, wenn es nicht sogar die Kiste war. Also genau so aufgebaut. Und auch hier ist die Heizung unten. Da liegt innen drinnen liegt so eine Wärmeplatte oder zwei. Das kann man auch so machen, dass bloß ein Teil beheizt ist. Dann kann sich die Hündin, wenn sie will, auf den kälteren Teil legen, wenn sie da zu warm ist, wo die Heizung ist. Und weiter, also hier sieht man, wie die Hündin den Welpen beleckt. Dann wird sie die Nabelschnur abtrennen und abbeißen und die Nachgeburt fressen. Lasst den Hunden bitte die Nachgeburten alles fressen, weil die brauchen das dann auch. Das ist Natur und hier saugt er schon. Da auch dem Welpen ruhig Zeit lassen, eine Stunde, bis zu einer Stunde, und dass er dann saugen kann. Wir wissen nicht, wie anstrengend die Geburt war. Und da beleckt es ihn dabei wieder. Durch dieses Belecken kommt natürlich auch der Urin und der Kotfluss in Bewegung. Und das ist wie bei vielen Kleinen wichtig, dass die einfach immer wieder beleckt werden. So, jetzt einmal ganz kurz bin ich wieder da, dass die immer wieder beleckt werden, um einfach, dass die, ich sage jetzt mal, pieseln und kacken können. Es muss halt so sein. So eine Geburt, da muss man schauen, was die Hündin will. Manche Hündinnen wollen, dass wer dabei sitzt, das Herrchen. Ich sitze immer dabei bei meinen Hündinnen, um mitzuhelfen, wenn irgendwas schief gehen sollte. Ich habe auch im Vorfeld immer einen Tierarzt informiert und gesagt, also es geht jetzt los. Vielleicht noch für ein wichtiger Punkt, was ich mache, ich tue die letzte Woche, bevor der Entbindung oder der Geburtstermin ist, tue ich Fieber messen. Erst zweimal am Tag und dann, je knapper, dass ich hinkomme, dreimal am Tag. Und in der Regel fällt irgendwann vor der Geburt die Temperatur um 1 Grad fast nach unten. Und das habe ich dann und dann weiß ich, dass die nächsten 24 Stunden losgeht und kann danach meinen ganzen Terminplan machen, dass ich dann auch da bin, wenn es losgeht. Und man braucht sich nichts denken. Man merkt, wenn es losgeht, die Hündin rennt rum, die hechelt, die macht. Also meine Hündinnen suchen immer den Kontakt dann zum Herrchen, so ungefähr, hey, bist du da? Bloß dann bei der Geburt bitte nur einer dabei sein, Ruhe behalten, keine Hektik. Bringt alles nichts. In der Regel zu 99% regelt alles die Hündin. Und das ist auch wieder egal, was für eine Jagdhundrasse. Unsere Jagdhunde haben noch so viel Urinstinkt, die machen das. Bleibt es dabei, verliert es nicht die Nerven. Und das Wichtigste ist der Hündin die Sicherheit, du bist nicht allein und machst. Es gibt allerdings auch Hündinnen, die gern allein wohin gehen und das nicht wollen, wenn immer wer dabei ist. Aber meistens hat die Hündin das ganz gern. Jetzt drehen wir wieder. Jetzt zeige ich euch einmal einen kleinen Film von den Welpen, wenn es dann einmal so 10, 11, 12 Tage alt sind. Das ist jetzt dann die Zeit, wenn sie 10, 11, 12 Tage alt sind, wo wir uns über Wurmkur machen. Jetzt mal Stopp. Das ist jetzt zum Beispiel eine andere Wurfkiste. Da fehlen jetzt diese Abstandshalter, aber wahrscheinlich sind sie bloß gerade nicht drin. Das ist kein Wurf von mir, das ist ein Wurf, der ganz aktuell liegt, von einem Züchterkollegen, von Markus Rösler, der vielleicht zuschaut, Zwinger von der Stederau. Der war so nett und hat mir den Film geschickt. Und da wir ja weder Rasse noch zwingermäßig in Konkurrenz treten sollten, wie vorhin gesagt, ist es schön, dass er mir das geschickt hat und ich zeige das natürlich auch ganz, ganz gerne her. Also, so schauen Drahthaarwelpen mit 11, 12 Tagen aus. Die beginnen in der Zeit gerade die Augen aufzumachen, beginnen die ersten Schritte zu laufen. Und ich sage immer so, mit 14 Tagen, das ist ungefähr so das Alter, wo ich das erste Mal Wurmkur mache. Wurmkur mache ich diese 3-Tages-Kur. Ich nenne jetzt bewusst keinen Hersteller. Und ich mache das mit 14 Tagen, mit 5 Wochen ungefähr und dann noch einmal mit 7,5 Wochen kurz vorm Impfen, die Wurmkur. Also ich tue dreimal ein Impfen. Hier sind jetzt Drahthaar, auch ungefähr in dem gleichen Alter, in der Wurfkiste, die ihr vorhin gesehen habt. Das, was ihr da an der Wand dran seht, das seht ihr hier, stopp mal, hier oben. Das ist dieser schwarze Pech von der Geburt. Also, das ist jetzt wirklich kein Dreck, das ist alles sauber gemacht da drin. Aber
Und ihr seht auch noch diese ganzen Bissspuren. Also es gibt natürlich wirklich Hündinnen, die während den Wehen, während den Presswehen in das Holz reinbeißen. Und wenn man sieht, wie die das Holz bearbeiten, wie die da ihre Zähne reinrammen, da weiß man dann erst einmal, Heiland nochmal, hoffentlich beißt mich so ein Hund nie, weil das ist extrem enorm, was so ein Hund für Bisskraft hat. Und Hündinnen machen halt das während der Geburt, um den Schmerz besser zu ertragen. Also hier sieht man ja die Welpen, nicht erschrecken, das sind jetzt Deutsch-Drahthaar-Welpen. Die sind am Anfang meistens so gefleckt, so braun-weiß oder schwarz-weiß, das ist Schimmel. Nochmal zurück ein Stück. Und das verfärbt sich allerdings dann, das Weiße, da wächst dann das Dunkle durch. Und sie werden dann, wie wir das kennen, braun, so braun meliert, das ist der Braunschimmel. Oder wir haben auch braune Hunde, da ist das Weiße natürlich nicht da. Rein schwarze Hunde wollen wir nicht, da haben wir nur den Schwarzschimmel. Und dann gehen wir mal weiter. So schaut es aus, dann, wenn die Hündin drin liegt, in dem Fall wieder bei einer anderen Rasse, in der Wurfkiste, das sind Whistler. Stopp, da sehen wir jetzt eins. Ich habe das auch nie gewusst und habe mich früher mal lustig gemacht über die Bänder, die dranhängen um Hals herum. Da tun wir Drahthaar-Leute uns natürlich leicht, aber bei so einem Whistlerwurf muss ich dazu sagen, ohne den Bändern wüsste man nicht, welcher welcher ist. Also zumindest wahrscheinlich, wenn man jeden Tag 5 Stunden dort hockt, irgendwann schon. Aber ansonsten sind diese Bänder schon dienlich. Ja, also ich wüsste nicht, dass da ein Unterschied ist, aber ich sehe ja nicht so oft die Rasse 2, 4, 6, 8, 9. Das ist übrigens die Hündin, die wir vorhin gesehen haben mit dem Welpen, mit den Einzelnen, mit der Nachgeburt. Also, und die ersten, nur ein ganz wichtiger Punkt, nochmal zurück zu den ersten Tagen. Wenn alle Welpen da sind, dann ist es bei mir so, also bei mir ist es so, wenn die Geburt zu Ende ist, am Ende der Geburt vermeide ich jetzt persönlich, dass ich zum Tierarzt fahre und schaue, ob wirklich alle da sind, weil es müssen definitiv alle raus, sonst wird die Hündin krank. Aber was ich mache, ist, ich gebe den Hunden oder lasse den Hunden nach der Geburt Wehenspritze geben. Einmal, dass sich die Gebärmutter reinigt, dass alles rausgeht, dass, falls da noch was drin hängt, irgendeine Nachgeburt oder irgendwas, und wenn nur ein Welpe drin ist, kommt der auch. Und dann ist oberstes Gebot, ich lasse die Hündin dann wirklich 3 Tage so gut wie alleine. Ich stelle Futter rein und gehe wieder. Die Hündin muss die 3 Tage in Ruhe mit den Welpen verbringen. Soll ich lauter reden oder was? Oder ist der Ton okay? Also, wichtig ist, lasst die Hündin in Ruhe. Lasst sie viel mit den Welpen allein. Das Schlimmste, was ihr tun könnt, ist, wenn ihr dauernd reinrennt und die Hündin stört. Die Welpen müssen in den 3 Wochen, in den 3 Tagen, in den ersten 3 Tagen, das wichtigste Zeit, die müssen da diese Biestmilch aufnehmen. Und es ist die Milch, wo alle Abwehrkräfte für den Welpen drin sind, bis er selber Immunsystem aufbaut. Und das ist wirklich, ich sage immer wieder, die allerwichtigste Zeit. Da ist jede Störung zu viel. Die Hündin darf fressen, was sie will, so viel sie will. Der Hündin immer schauen, dass Wasser drin steht, so viel sie will. Und Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ich gebe der Hündin, wenn die Geburt zu Ende ist, 1 Woche lang wieder Globulis, nämlich Annika. Zweimal, am Anfang 2-mal am Tag, dann bloß mehr 1-mal am Tag, nach 3, 4 Tagen. Und ich gebe ihr nach der Geburt, wenn alles vorbei ist, 10 Tropfen Podophyllum. Podophyllum ist dafür gedacht, dass dieser Dünnschiss, den die Hündinnen dann haben von den Nachgeburten fressen, dass der schnell fest wird, also dass das nicht so ein Flatsch ist. Also das gebe ich ihr an dem Tag, wenn die Geburt vorbei ist, und am nächsten Tag nochmal. Und dann haben die meistens nie einen Durchfall. Es läuft dann einen ganz normalen Stuhlgang und die Hündinnen kommen flott wieder auf die Beine. Und was ich noch mache, ist der Hündin 2-mal am Tag Fieber messen. Die erste Woche nach der Geburt, um sofort zu erkennen, wenn irgendwas schief geht oder noch was drin ist oder irgendwas passiert, schaut da bitte drauf.
Und nach einer Woche fange ich ja an und tue der Hündin jeden Tag einmal ans Gesäuge langen. Und zwar aus dem Grund, wenn man viel Welpen hat, ist es meistens keine Gefahr. Wenn sie ein bisschen weniger sind, also ich lang immer ans Gesäuge hin und schaue, ob das ganze Gesäuge weich ist oder ob sich da harte Stellen bilden. Da geht es darum, dass man rechtzeitig merken, wenn irgendeine Mastitis oder sowas kommt, dass man da rechtzeitig Einfluss nehmen, dass nichts passiert. So, jetzt drehen wir mal wieder und schauen, was dann kommt. Also die Wurmkur, da habe ich mit euch drüber gesprochen, die macht das erste Mal ungefähr mit 14 Tage. Es wird nur da die Welpen, also ich entwurme da nur die Welpen. Und die Hündin entwurme ich mit bei der 6, mit 5 Wochen. Hier haben wir nochmal Whistler-Babys. Also ich muss immer dazu sagen, es ist eigentlich ganz egal, was für Hunderasse. Ich finde, Welpen haben einfach was. Und bei Welpen kommt was rüber, unvorstellbar gutes Gefühl. Wenn man denen zuschaut, man kann denen eigentlich Stunden zuschauen. Und es wird von Tag zu Tag einfach mehr Lebensfreude kommt da auf bei den Welpen. Und es lässt einen mal alles andere ein bisschen vergessen. Und man hat nicht mehr viele von den anderen Dingen im Kopf. So, da beginnt es dann schon, wenn sie mal laufen können, mit 2 bis 3 Wochen, dass sie mal ihr Umfeld erkunden können und mal schauen können. Raus tue ich sie da noch nicht. Raus tue sie ich das erste Mal, wenn ich anfange mit dem Zufüttern. Da kommen wir aber gleich noch drauf. In der Zeit ist es wirklich schön, einmal zu gucken, wie die schon schauen, wie die machen. In dem Moment, wo es ein bisschen kälter wird, legen sie sich immer übereinander und wärmen sich gegenseitig. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt, dass die Welpen so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, also für die Psyche von dem Hund ist es ganz wichtig, das Zusammenleben, dass da ein bisschen zusammenkommen. Also ihr seht, man könnte theoretisch den halben Tag reinschauen, aber die ersten 8 Tage kümmert sich eh die Hündin rund um die Uhr. Ihr müsst auch so gut wie nichts machen. Die Hündin leckt alles zusammen die ersten 3 Wochen. Weder Stuhlgang noch Bieseln. Die Hündin schaut einfach immer, dass es sauber ist. Bei mir ist es so, ich wische halt in der Früh immer, wenn ich runtergehe, einmal alles durch. Und hier sind wir schon in der Zeit. Mit 3 Wochen beginne ich es zu füttern. Und das Zufüttern mache ich so, ich nehme Welpenfutter, weicht das auf, da haben sie schon ein bisschen gelernt, da sind sie schon ein paar Tage älter, da stehen sie sogar schon fast anständig da und stehen nicht alle im Futter drin. Aber ich beginne mit 3 Wochen mit dem Zufüttern und in der Zeit, wo ich die Zeit vor dem Zufüttern, die letzten paar Tage, füttere ich die Hündin zu 50% mit dem Futter, mit dem ich später zufüttere, nämlich mit dem Welpenfutter. Weil ich einfach will, dass die Welpen schon die Konsistenz irgendwo in der Milch drin haben, wo in dem Futter ist. Ich weiß natürlich nicht, ob das richtig ist, was ich da sage, aber ich mache es einfach so. Ich habe es so gelernt gekriegt und ich habe nie Probleme in dem Moment, wenn die Welpen beginnen mit dem Zufüttern. Es gibt da nie irgendeinen Ärger. Wichtig ist, weichen, aufweichen, machen und füttern. Es gibt natürlich auch da immer verschiedene Dinge, was man gern füttert oder nicht füttert. Es gibt die Leute, die barfen. Machen wir Stopp. Das ist jetzt dann schon mit, sag ich mal, mit 4 Wochen. Mit 4 Wochen versuche ich immer draußen zu füttern, wenn es die Witterung erlaubt, weil immer nach dem Füttern machen die auch ihr Geschäft, die Jungen. Und mir ist es lieber, wenn der Dreck draußen ist, zum Zusammenputzen als wie drin. Die Hündin läuft immer noch nach und versucht alles wegzulecken. Ich tue aber das, was ich sehe oder mache, dann wirklich selber weg. Ja, einfach weil ich es halt schöner finde. Also dann machen wir weiter. So, also hier seht ihr schon, jetzt beginnen wir es schon mal mit einem Ausflug und schauen nach draußen. Das ist ungefähr 4 Wochen. Das Alter mit 4 Wochen.
Da laufen die im Auslauf rum, da können wir es dann schon mal rauslassen ins Grüne, da nehmen sie Kontakt einmal zu den anderen Hunden auf, die schnuppern hin. Und je nach Hündin, ob die das mag oder nicht, wenn da andere Hunde rumrennen, aber hier legt sich die Hündin hin, lässt die Kleinen saugen. Das ist immer so, wenn die Jungen gefressen haben, dann kommen meistens die Hündinnen nochmal und legen sich hin und lassen sie nochmal saugen. Jetzt machen wir weiter. Das ist jetzt da so, das ist ungefähr auch wieder 4 Wochen alt. Das ist bei uns der Zwinger, da ist immer ein Freilauf, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich die Welpen halten tue, ist es A und O, sage ich, dass ich einen Zwinger habe, wo die rausgehen können und sich lösen können. Weil Stopp, dass sich die lösen können, weil ich damit eine gewisse Reinheit vom Welpen erziele. Also der Welpe selber scheißt ganz ungern dahin, wo er ist, aber er scheißt da nur hin, wenn er nicht anders kann. Also es ist wirklich so, mit 4 Wochen marschieren die aus dem Welpenzwinger, aus ihrer Hütten raus, dann aus dem Welpenzwinger raus und gehen raus in das Stück, wo ich da habe mit Rindenmulch und kacken da rein. Die meisten, nicht alle. Hier sehen wir jetzt ein Bild von einem jungen Whistler-Baby, wo ich sage, einer der wichtigen Dinge, das kann man natürlich nicht mit jedem Welpen machen und immer machen und vor allem, wenn man mehr züchtet, also man muss ja noch eine andere Arbeit auch nachgehen, aber so den Welpen nehmen, das ist auch was, wo ich mit 8 Wochen machen kann, wenn ich ihn daheim habe, den Welpen nehmen, am Schoß legen, am Rücken legen und kraulen und so lange am Rücken liegen lassen, bis er einschläft. Ich glaube einfach, dass das eine sehr, sehr wichtige Übung ist, um den Hund Ruhe beizubringen. Einfach einmal Ruhe und dieses Zappelige, dieses Rumgespringe, dieses Rumgehampel, was Welpen normal so an sich haben, wegzubringen. Versucht es mit euren Welpen, mit denen ihr behält oder den ihr habt oder auch mal als Züchter, versucht es mal, die am Rücken zu drehen und am Bauch zu kraulen. Da gibt es riesen Unterschiede auch bei den Hunden. Ne? Und ich sage mal so, der sich nie am Rücken drehen lässt, egal wie oft ich es probiere und am Bauch streicheln lasse, mit dem habe ich auch danach eine große Freude bei der Abrichtung. Also ich war natürlich jetzt ein bisschen ironisch gemeint. Ist das nicht schön zum Anschauen? Also wenn da das Herz nicht höher schlägt bei jedem. So, und jetzt wird er natürlich gleich in einen Tiefschlaf verfallen. Also, der ist ja einfach irgendwie hässlich süß, finde ich. Gell? Also dann, ich als Züchter versuche natürlich auch immer, also ich tue heute ein bisschen mehr mit Bildern zu machen, ich versuche natürlich als Züchter immer viel im Zwinger zu sein, wenn die Welpen mal 5 Wochen oder älter sind. Weil die Hunde, jetzt beginnt die Zeit, wo wir die jungen Welpen daran gewöhnen wollen, dass sie einfach viel, viel Kontakt haben, viel Kontakt mit Menschen, viel Umwelteinflüsse mitkriegen. Und jetzt beginnt die Zeit, wo wir sie auf ihr Leben später vorbereiten als Jagdhund. Und da sage ich immer wieder, werden wir den Unterschied erkennen von demjenigen, der sich Mühe gibt mit den Welpen, zu demjenigen, der einfach nur die Welpen macht, dass er meint, es bleiben ein paar Euro über. Und ich zeige euch jetzt das, wie ich das mache. Es machen bestimmt viele, viele anders. Und ich will keinen irgendwo am Karren fahren, dass ich das besser mache oder Ding. Ich sage einfach nur, so mache ich es. Und es hat jeder das Recht und die Möglichkeit zu zeigen, wie es er macht. Und ich bin auch gern bereit, dazu zu lernen, weil das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir müssen einfach mal davon weg, dass jeder meint, seine Wahrheit ist die einzigste Wahrheit und nur er hat Recht und was nicht so ist wie bei ihm, wäre falsch. Glaubt mir, so ist es nicht. Auch ich ändere immer wieder was, ob das in der Abrichtung ist, ob das bei dem Welpenaufzucht ist. Man lernt immer wieder mal was dazu, man probiert was Neues aus, aber dazu muss man auch mal erst was Neues sehen oder machen. Also hier, und ich sage euch eins, wenn ihr drin sitzt in dem Welpenzwinger und die hüpfen bei euch hoch, das glaube ich war so während der Corona-Zeit auch jetzt, da denkst du an nichts Schlechtes. Es ist einfach schön und dann
haben wir natürlich eins, wir haben nicht nur im Frühjahr Würfe, wir haben auch im Winter Würfe. Und im Winter die Würfe, da bin ich unvorstellbar erstaunt, wie die Welpen da schon in welchem Alter die draußen rumrennen, machen und rumspringen. Das wird ungefähr so das Alter mit 5 Wochen sein. Da hüpfen die draußen im Schnee rum. Das ist für die das höchste Lastziehen. Das ist wichtig, dass die einfach alles beschnuppern, lernen, Erfahrung sammeln. Nichts Schlimmes wie der arme Hund, der immer bloß im Zwinger hockt und das alles erst später nachholen muss. Hier seht ihr einmal einen Auslauf von uns. Wenn die Welpen mal 6 Wochen sind, sind sie in dem Zwinger. Da ist einfach der Auslauf viel, viel größer. Da hängen überall Spielsachen dran. Da kann der überall, können die rumlaufen und was erleben. Und natürlich kommen die auch regelmäßig raus dort. Hier ist uns jetzt ein Bild reingerutscht, wo sie, das ist kein 5 Wochen, genau. Hier 5 Wochen. Und was machen wir mit 5 Wochen? Mit 5 Wochen ist es die einfachste und beste Zeit. Mit 5 Wochen fahren wir raus ins Revier. Da gucken wir schon mal, wo wir mit ihnen hinfahren können. Aber das Allerwichtigste, sage ich immer, ich fange da an, mit ihnen Auto zu fahren. Ihr seht, die sitzen da im Auto drin hinten. Das Autofahren ist das A und O. Wenn ich viel Auto fahre mit meinen Welpen, habe ich meistens auch nie das Problem, dass ich welche habe, die dann speicheln wie verrückt, die kotzen und machen. Aber ihr seht, also mit 5 Wochen kann man ruhig schon mal mit dem Autofahren anfangen. Da sitzen sie drin. Jetzt kommt die Zeit, ihr seht jetzt hier mal was anderes. Es gibt natürlich auch Leute, die nicht so füttern wie wir, sondern die barfen. Auch barfen hat mit Sicherheit ihre Daseinsberechtigung. Ich glaube immer, bloß weil man was nicht kennt, verurteilt man was. Also ohne Wenn und Aber, die Welpen, die barfen, die kacken weniger. Und mich wundert es, die wachsen genauso und werden genauso groß. Ihr seht es auch hier, die Welpen haben aufgefressen, die Hündin kommt, die Welpen gehen nochmal an die Milchbar, holen sich da nochmal was bei der Hündin und ist einfach schön zum Zuschauen. Hier sind die Trauthaar-Welpen, ihr merkt jetzt eins, das Weiße verschwindet schon ein bisschen bei vielen, das waren die, die vorhin so hell waren. Hier, es wird also deutlich weniger und hier wollen wir jetzt gleich weitergehen. Das ist übrigens jetzt auch die Zeit, wo man mit 5 Wochen mache ich die zweite Wurmkur. Bei der zweiten Wurmkur, die ich mit den Welpen mache, entwurme ich auch die Hündin und natürlich auch die anderen Hunde, die mit der Hündin oder mit den Welpen zusammenkommen. Die Welpen entwurme ich dann später nochmal mit kurz vor 8 Wochen, bevor ich sie impfe. Aber das ist jetzt die Zeit, wo ich sie entwurm und das ist auch die Zeit, wo die wachsen wie Spannerl. Ja, und jetzt sind hier wieder mit den Welpen draußen. Die Welpen sind da 6 Wochen, gute 6 Wochen. Einfach mal draußen, da schon möglichst ein Stück Wild mitnehmen, wo sich die daran gewöhnen. Also für alle Kritiker bitte, wir haben Jagdhunde und die müssen sich an Wild gewöhnen. Und es ist immer besser, man benutzt den Marder für solche Sachen, als wie dass man irgendwo vergräbt, da hat er wenigstens nur einen Sinn und macht was Sinnvolles. Natürlich sind all diese Wildarten, die ich euch jetzt zeige, bis aufs Wildschwein später im Straßenverkehr gestorben und sind so nochmal einem sinnvollen Ding zugeführt worden. Aber auch hier seht ihr, wichtig ist, zeigt sie natürlich Wasser, 6-7 Wochen Alter. Die hüpfen da schon mal rein und in dem Alter ist es für die kein Problem. Solche Hunde werden später definitiv nicht wasserscheu, wenn man mit ihnen in dem Alter schon was macht. Und wenn Leute ihren Welpen holen mit 8 Wochen, macht sie es sofort, geht es da ran. Und hier wieder Übung rein ins Auto, ist zwar allein fast nicht zu machen, aber diese Welpen sind schlichtweg gerüstet für ihr weiteres Leben. Die lernen auch das, dass man da hinten drin hockt. Derjenige, der fährt, sollte sich eigentlich Kopfhörer aufsetzen in der Zeit, weil es ist ein Gebrülle. Man hält es fast nicht aus. Wir lassen jetzt einfach weiterlaufen. Hier auch der Kontakt mit anderen Hunden. Ihr seht hier einen Parsenterrier bei Drahthaarwelpen. Der lernt ihnen dann schon, wo es lang geht und sagt, hey, so nicht. Und das ist einfach, muss ich sagen, eine wunderschöne Zeit.
Ihr seht da im Hintergrund jetzt zum Beispiel auch ein Rohr, das ist das Tunnel zum Durchkrabbeln. Dann machen wir Wippe rein, dann da hinten ist die große Wasserschüssel, je nach Jahreszeit. Man kann natürlich im Winter nicht ans Wasser fahren, das muss ich ja keinem erzählen, aber jetzt geht's. Und einfach viele, viele Spielsachen und Dinge, wo sich die dann gewöhnen. Hier neben dem, dass man einmal mit einem anderen Hund zu tun hat. Ich habe auch früher immer zu meinem Rüden, wie die Welpen 6, 7 Wochen waren, immer die zu den Rüden lassen, natürlich in einem riesengroßen Garten, dass Fluchtmöglichkeiten gibt, und habe dann den Rüden die Welpen erziehen lassen, dass die einfach kapieren, wenn der brummt, würde ich jetzt an den Knochen nicht rangehen. Also wir machen weiter. Das ist natürlich jetzt ein bisschen verdrehtes Bild. Und hier auch, da zum Beispiel, Transportbox. Ich stelle immer so eine Transportbox mit in den Welpenzwinger, einfach um die Hunde da schon mal darauf vorzubereiten. So eine Transportbox ist nichts Schlimmes. Meistens oder oft werden die Welpen ja schon abgeholt mit so einer Box. Oder sie müssen in einen Flieger rein und weg. Aber wenn die natürlich schon 2 Wochen mit ihren Verwandten oder mit ihren Kumpel und Geschwister da drin gespielt haben und rumgesprungen haben, ist die Box schon kein Schock mehr. Dann Kind. Ich lasse natürlich Kinder nie allein zu den Welpen, weil ich nicht will, dass den Welpen was passiert. Oder wenn es ein kleines Kind ist, auch kein kleines Kind. Aber das ist auch wichtig, dass die das einmal miterleben im Freien. Und da spielt praktisch Kind mit Hunden. Wahrscheinlich hat er 3 eingesperrt, da trägt er ein. Da muss man natürlich schon dabei sein, dass wenn er, dass er nicht runterschmeißt und nichts. Aber auch das muss so ein Welpe lernen, da mal still zu halten. Und hier muss er natürlich flüchten. Gehen sie auf ihn los. Aber auch das macht riesen Spaß. Hier ist wieder der große Auslauf, wo die Welpen rumlaufen. Also ich schaue weder auf mein Skript noch irgendwas. Ich tue jetzt einfach die Bilder moderieren. Ich hoffe, das passt euch allen so. Es ist eh viel schöner, die Bilder zu sehen oder den Film, als wie mich anzuschauen. Also ich schaue zumindest auch lieber in den Film dazu. Hier, also die liegen da oft, wenn das Wetter passt, in der Sonne draußen machen. Hier ist es also der große Auslauf, da können die Leute schauen, wenn sie einen Welpen aussuchen. Da war gerade wer gestanden, der geschaut hat. Und da sehen die dann auch was. Da sehen die, wie sie die verhalten, was die machen und was die tun. Wir haben nichts zu verheimlichen. Hier draußen im Revier, da liegt sogar noch Schnee. Ihr seht, wie die umeinander donnern. Da haben sie so 6, 7 Wochen. Auch wenn Schnee ist, kann man das machen. Und man merkt da auch schon, wer ein bisschen selbstständig ist. Hier am Wasser mit der Mutter, die Welpen mit Kind. Das ist pure Lebensfreude und Erfahrung, die die Welpen nie mehr vergessen werden. Und ich bin mir ganz sicher, dass die meisten registrierten seriösen Züchter sich viele, viele dieser Anstrengungen machen, dass sie einfach euch, den Welpenkäufern, möglichst gut vorbereitete Welpen weitergeben. Da sehen wir jetzt dann schon im Garten, wenn wir es ein bisschen darauf aufmerksam machen, da gucke ich einmal, das ist jetzt ein Karnickel, wie die da drauf reagieren. Da mache ich es einmal närrisch drauf und später probiere ich sogar mal vorstehen. Da erkennt man sogar manchmal schon, wenn ein Welpe laut gibt, so mit 7 Wochen. Wenn er hinterher rennt, der Bammer, manche die fangen da schon an und geben ein bisschen laut. Also auch da erkennt man vielleicht schon was. Hier haben wir einen Fuchs liegen, der ist mal ein bisschen gefroren. Da bereitet man es auch langsam drauf vor, indem man den mitnimmt. Da sieht man dann schon, der ist nicht mehr gefroren, aber den backen sie schon und schütteln sie. Aber die werden auch nie ein Problem haben oder sich ekeln, einen Fuchs zu backen, weil die als Junge einfach da schon dran umeinander mehren und reinbeißen und sagen, juhu, wo ist er, her damit. Ich tue natürlich all dieses Wild, das ich benutze in der Welpenzeit, tue ich persönlich immer über 80 Grad minus einige Tage einfrieren, weil ich natürlich möglichst darauf schaue, dass da keine Krankheiten in den Wurf reinkommen. Also bitte seid natürlich vorsichtig mit sowas wie Fuchs, wenn ich einen Wurf habe, wenn ich das nicht kann, so tiefgefroren einfrieren. Also ich nehme nur Füchse für sowas her oder Marder, die über 80 Grad mehrere Tage eingefroren sind. Die werden sicherlich irgendwo verkauft oder was, ihr könnt sich da erkundigen. Aber da würde ich schon drauf schauen, aus lauter Angst,
dass ich mir nicht irgendwas reinhole und dann heißt es, Böttcher, du hast uns das gezeigt. Also über 80 Grad minus muss der mehrere Tage eingefroren sein. Weiter. Also da haben wir einmal den Fuchs. Ihr seht also, wie dunkel die Welpen jetzt da auch schon sind, die Deutschstrahlhaar, also ziemlich durchgefärbt. Zwei, drei bleiben ein bisschen heller, so forellenschimmelmäßig, aber der Rest wird ganz, ganz dunkel. Da sieht man es jetzt mit der Wildsau. Also auch das ist so ein Thema. Meine Güte, zeigt den Hunden die Wildsau als Welpe und nicht erst, wenn er eineinhalb Jahre ist und das erste Mal auf einer Schweinejagd ist und dann heißt es, es ist ein Feigling. Gesunde Angst und eine gesunde Vorsicht hat nichts mit Feigheit zu tun. Es ist ein ganz normaler Instinkt, den jeder in uns drin hat. Aber ich kann natürlich dem Hund so zeigen, dass der Instinkt nicht so wichtig ist. Jetzt werdet ihr eins sehen, was ich auch noch mache, beim Füttern. Beim Füttern tue ich meine Welpen immer vor dem Füttern pfeifen und in der Regel in die Hände klatschen. Und zwar pfeife ich so und klatsche dabei in die Hände. Das hat den Vorteil, wenn ich dann später mal mit den Welpen rausfahre ins Revier oder sonst wo, die kommen ab 6 Wochen aus allen Ecken angeschossen, wenn ich pfeife, weil sie meinen, es gibt was zum Fressen. Also manchmal, wenn ich Welpen mit 8 Wochen hergib, habe ich das Gefühl, die folgen besser wie am ersten Welpenkurs, wenn sie bei den neuen Herrchen 4 Wochen sind und wiederkommen. Also die haben vorher besser gefolgt wie bei der Abgabe, als wie leider Gottes oft beim ersten Welpenkurs. Ihr seht da auch wieder hinten so ein Rohr, wo der Hund durchlaufen kann, die Hunde. Und da ist jetzt Folgendes, ich mache natürlich ab 5 Wochen, 4, 5 Wochen, läuft bei mir oft der Radio im Hundezwinger. Dann habe ich bis letztes Jahr so eine Geräusche-DVD gehabt, die ich laufen lasse. Und draußen mache ich natürlich die Vorbereitung, den Hund mit Schuss und mit Motorsäge, dass der Hund wirklich weiß, was ist. Ihr hört jetzt den Schüsse leider leise, weil ich da weggestanden bin vom Handy, wie ich das gefilmt habe. Aber vielleicht kriegt man es ein bisschen mit, den Lärm. Hört man da jetzt noch was? Kommt, ist der Ton da? Ist der Ton an? Aber ich höre keinen. Normalerweise muss da jetzt der Ton laufen, also das ist natürlich nichts. Der Ton ist aber definitiv an, dann ist er halt ausgeschaltet da drum. Das ist so aufgenommen, dass der Ton an ist. Der Ton, was ich euch damit zeigen wollte, war das, dass ich also Kracher oder Schießen tue, dass die Motorsäge läuft und zwar Vollgas, aber es kommt kein Ton, das ist natürlich schlecht. Also ich lasse die Motorsäge laufend, stelle ich die zu den Welpen hin. Es fallen jetzt im Hintergrund auch Schüsse und alles, die Motorsäge läuft auch. Also es tut mir wirklich leid, dass das jetzt nicht geht. Aber, also ihr seht, ich gebe Gas, richtig Vollgas. Also die tun nicht einmal den Kopf hoch. Und das ist so, wenn man das übt, ist das so, dann passiert da nichts. Und bitte macht das. Hier will ich euch nur zeigen, wenn man den Leuten natürlich die Welpen gibt und sagt, ich hoffe, dass er später in seinem Leben auch so vorsteht. Geht es doch noch? Nochmal, also fahren wir nochmal zurück. Also einen kleinen Moment bitte. Irgendwas muss halt sein. Wir probieren jetzt mal einfach, weil ich das schon will. Lautsprecherton aus steht da. Dass man das irgendwo mitkriegt. Dass wir wirklich mit Ton an arbeiten. Und wir gehen nochmal kurz zurück, gehen nochmal kurz dahin, wo der Hund, wo die Hund fährt. Also hier, bloß als Beweis mit Ton.
Also, jetzt haben wir es nochmal gehabt mit Ton. Und jetzt sage ich immer, wenn ich beim Welpen kaufen natürlich den ich vormache, wenn ich das eine Viertelstunde übe mit dem Hund, wie die schon vorstehen, seht ihr das? Vorstehen, also so stehen die Welpen, die in der Jugendzuge stehen viele nicht so vor. Aber das ist doch eine Wucht. Also das ist, ich finde das so toll. Das waren jetzt die letzten Welpen. Tu mal nochmal schnell zurück. Einmal ein Stück. Ich finde das einfach so toll. Und wenn man so natürlich einen Welpen abgeben kann, ist das eine tolle Sache. Ich muss aber gleich dazu sagen, das geht auch nicht mit jedem Welpen so schnell. Also es gibt einfach wie überall Talente oder wo das besonders ausgeprägt ist. Das heißt nichts darüber, wie gut der Hund später dann vorsteht, wenn man mit ihm was macht und tut. Aber das ist einfach was, weiterlaufen lassen, wo wirklich, also da lässt das Herz höher schlagen, wenn heute ein Vorstehhund, den man Welpen so vorstehen sieht, mit unter 8 Wochen, boah, da, also ich könnte es ja dauernd anschauen. Also schauen wir weiter, was kommt. Ja, also stopp. Jetzt ist es so, jetzt drehen wir mal nochmal kurz. Ganz kurz, also da bin ich wieder. Wir haben gleich fertig. Ich möchte noch einen wichtigen Punkt sagen. Ich versuche immer von den Welpenkäufern, wenn sie kommen mit 5 Wochen, dass sie schon eine Decke mitbringen, beziehungsweise sie kriegen dann eine Decke, wenn sie gehen. Ich gebe denen immer Welpenfutter mit, dass das gleiche Futter weitergefüttert wird wie bei mir. Und ich gebe ihnen ein bisschen Anleitung mit und spreche mit ihnen, wie sie die ersten paar Tage mit den Welpen umgehen sollen, was sie machen sollen, was sie tun sollen. Und da muss ich jetzt aufrufen an alle, die Interesse haben an einem Welpen. Bitte denkt daran, ganz bezüglich welcher, also die Welpen sind dann natürlich einen Tag oder 2 Tage vor Abgabe, werden die geimpft, kriegen einen EU-Impfausweis und gehen so an ihre Käufer dann weiter. Ich persönlich mache auch einen Kaufvertrag mit den Welpenkäufern. Das kann aber jeder machen, wie er will. Die kriegen dann ihre Ahnentafel ausgehändigt mit dem Impfausweis. Mit der Anleitung, wie sie die ersten paar Tage machen sollen, wie sie füttern sollen, was sie füttern sollen, gebe ihnen auch Futter mit. Und manchmal kriegt man auch so Starterpakete von einem Futtermittelhersteller, die gebe ich ihnen mit. Und als Aufruf für alle, die einen Welpen kaufen wollen oder machen wollen, bitte noch einmal, schaut euch die Züchter an. Geht bitte nur zu Züchtern, die wirklich einen offiziellen Wurf machen, mit Ahnentafeln, die sich den Regularien unterwerfen, die für die Zucht bestehen, weil im Grunde genommen ist es bei uns allen in der Zucht so, die Regularien sind dafür gemacht worden, dass wir wesensstarke und vor allem gesunde Jagdhunde kriegen. Und natürlich kosten diese Dinge auch ein bisschen was, aber wir wollen ja hier Jagdhunde, Partner für die Jagd haben, die möglichst qualifiziert sind, einmal von ihren Anlagen und auch von gerade von den Gesundheitsdingen, Gesundheitsvoraussetzungen der Elternteile. Und schaut da nicht ein paar Euro an, ihr werdet das mit Sicherheit zu schätzen wissen. Und einer der wichtigsten Punkte, ihr habt immer in eurem Züchter jemanden, den ihr ansprechen könnt und fragen könnt. Und wir merken das jetzt gerade in dieser Zeit, wie wichtig das ist, dass man Ansprechpartner hat, wie wichtig das ist, dass man wen hat, dem man vertraut. Und es gibt halt einfach niemanden, der so viel Eigenwert hat, euch zu helfen, wie der Züchter selber. Also daher werdet ihr von jedem Züchter natürlich immer nur normalerweise das Beste haben, dass ihr euren Züchter fragt, weil einfach der Züchter will, dass es euch gut geht und dass ihr den Hund top vorstellt, dass er ein toller Jagdhund wird und deswegen löchert es ihn. Lasst ihn nicht aus der Verantwortung raus, wenn er den Welpen verkauft hat, sprecht mit ihm. Und ich glaube, die meisten Züchter, die sind auch bereit, euch da weiterzuhelfen. Und auch jetzt in der Zeit, die schon einen Junghund haben, eure allererste Adresse sollte euer Züchter sein, an den ihr euch wendet, wenn ihr Fragen habt und wie es weitergeht. Wenn ihr im Bekannten oder Jagdkreisen wen habt, auch wenn ihr andere Rassen züchtet, ich muss das wieder sagen, ich bin mir ganz sicher, wer heute Vorstehhunde züchtet und ein guter Vorstehhundezüchter ist, ein Führer ist, egal welche Rasse, der wird jeden unserer Vorstehhunde gut führen können und gut vorstellen können. Und hört mit diesem Rassefanatismus auf, mit diesem Zwinger-Konkurrenzdenken.
mit den Linken, wir haben so viele Leute von außen, die uns nichts Gutes wollen. Wir müssen uns da zusammenhocken und müssen was tun und müssen zusammenhelfen. Und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, ich werde nicht mehr irgendwelche Posts oder Dinge immer erst einmal negativ oder irgendwie beurteilen, sondern warum macht es wer? Meistens hat irgendwer einen positiven Hintergrund, das zum tun oder will was zeigen oder machen. Und wenn ich da ein bisschen neutraler an die Sache rangehe, dann nehme ich auch für mich viel, viel mehr Mehrwert mit und versuche da was zum tun. Ich bin aufgrund des hohen, hohen Zuspruchs so motiviert, weiterzumachen und was zu tun, dass ich vorhabe, wieder was zu tun. Ich werde auch zu HZB und Brauchbarkeit einmal was sagen. Solange der Zuspruch so hoch bleibt, hänge ich mich da rein und hilf mit. Ganz egal, muss ich wieder sagen, welche Hunderasse. Und wenn wir dann wieder Kurse machen können und jeder zu seinem gehen kann, dann wird ja auch der Zuspruch ein bisschen weniger werden, dann können wir das wieder seltener machen. Aber bitte nutzt alle Möglichkeiten und alle Medien. Denkt immer dran, ein Buch empfehlen ist ein erster Schritt, aber auch nicht mehr. Denn wenn ich heute ein Buch lese, das werden, wenn 10 Leute lesen, 10 vollkommen anders interpretieren. Und von der Lernintensivität ist es auch so, dass ich, wenn ich was lese, nur 10% lerne. Wenn ich was sehe dazu, habe ich sogar 20%. Deswegen nützt auch das, dass man was sehen kann und machen kann. Deswegen ist nicht jedes Video und jeder Videopost irgendwie gemeint, um sich selber in Szene zu setzen. Man kann schon auch anderen da mit Sicherheit was mitgeben. Aber nichtsdestotrotz möchte ich auch einfach dazu sagen, über die Praxis und wenn ihr wen dabei habt, sondern über einen praktischen Kurs, geht natürlich nichts hinweg. Das ist das Nonplusultra. Nur das geht halt momentan nicht. Also müssen wir versuchen, uns anders weiterzuhelfen. Und ein Punkt ist das, ich freue mich natürlich riesig, wenn ich dem einen oder anderen ein bisschen was mitgeben habe. Es ist nicht gedacht, um den Deutschstrahlhartzwinger vom Juragrund irgendwo gut dastehen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass viele, viele andere das genauso machen oder sogar noch mehr machen. Und ich freue mich auf euch, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich werde es in meiner Seite natürlich ankündigen, wenn ich was mache, wieder. Und daher wünsche ich euch jetzt allen einen wunderschönen Sonntag noch. Genießt es, teilt vielleicht den Film, dass er möglichst viel die schönen Sachen von den Welpen sehen. Ich glaube, dass wir Hundezüchter und wir Jagdhundeleute auch, indem wir diese Welpensachen einmal teilen und weitergeben, in ein ganz anderes Licht gerückt werden in der Öffentlichkeit. Wir sind keine Unmenschen, die Tiere töten, sondern wir sind Tierliebhaber und Tierschützer. Und dafür bilden wir unsere Jagdhunde aus und vor allem beginnen wir damit schon im Welpenalter. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund. Behaltet eure eigene Meinung und lasst euch nicht in dieser Zeit verrückt machen oder von Ängsten oder sonstigen Dingen leiten. Wir haben alle einen eigenen Menschenverstand und den müssen wir gerade in dieser Zeit besonders einsetzen. Also in dem Sinne, hurried ho, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und als Abschluss lasse ich nochmal den wirklich schönen Welpenfilm, den der Rainer geschnitten hat, durchlaufen und danke an alle, geil, schöne Zeit. Zusammenhalten, wir regeln das. Bis zur HZP.